Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von der Faithful Word Baptistengemeinde in Arizona in den Vereinigten Staaten. Und ich bin Anselm und heute geht es um den zweiten Teil vom dritten Kapitel des zweiten Thessalonicher Briefs. Wir haben zuletzt gelesen bis Vers 5, aber jetzt geht es um ein anderes Thema in Vers 6. Und ich lese vor Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt, denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Ja, und in diesen Versen, wir werden sehen, dass unordentlich heißt, dass Leute nicht arbeiten. Sie haben keinen Job und sie wollen alles kostenlos bekommen. Ja, ja. Und diese Leute sind die Leute, von wem er spricht, die unordentlich wandeln. Mhm. Sie haben keine Ordnung in ihrem Leben, wo sie jeden Tag zur Arbeit gehen oder sowas. Sie machen nur, was sie wollen. Ja. Keine Struktur, oder? Genau, sie haben keine Disziplin. Und, ja. Und wo es hier heißt in Vers 6, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, damit ist natürlich nicht einfach irgendeine x-beliebige Tradition gemeint, sondern damit ist das gemeint, was die Apostel geschrieben haben, gehe ich mal davon aus. Und das ist natürlich Gottes Wort. Und es war als Gottes Wort schon anerkannt. Sie haben durch den Heiligen Geist und Spirit geredet. Ja. Ja, weiter. Und in Vers 8, wir haben auch nicht umsonst bei jemand Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Ja, und der Grund, warum sie Recht dazu hatten, ist, weil sie haben gearbeitet auch als Prediger. Ja. Und Predigen ist ein Job. Mhm. Und die Bibel lehrt, dass Prediger sollen bezahlt werden und dass Pastoren sollen bezahlt werden. Mhm. Und die Bibel sagt nichts dagegen. Ja. Und die Jünger des Herrn Jesu Christi, als sie gewählt worden sind, Jesus hat ihnen gesagt, dass sie aufhören sollten, ihre weltliche Job zu machen, oder? Genau, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und sie haben ihre Netze liegen gelassen und sind ihnen nachgefolgt. Genau, er brachte sie nicht bei, dass sie beide tun mussten. Sie mussten immer noch fischen und predigen. Und der Paulus sagt, dass er Recht dazu hatte, Geld zu bekommen, Essen zu bekommen, nur weil er das Wort Gott gepredigt hat, aber das hat er nicht gemacht, weil er wollte ein Beispiel geben. Er wollte sehr viel arbeiten und Tag und Nacht arbeiten, damit er die Leute in Thessalonica zeigen könnte, wie man schwer arbeitet. Weil es musste ein Problem gegeben haben, oder? Ja, ich meine, es gibt ein bisschen davon im ersten Brief auch, oder? Im ersten Brief auch, aber hier auch, wenn wir dann einfach weiterlesen, dann heißt es nämlich, wir hören nämlich in Vers 11, dass etliche von euch unordentlich wandeln. Mhm. Und weil sie das schon gehört haben, denke ich, wollte er eben besonders ein Zeichen setzen. Mhm. Und, genau. Und Paulus war immer noch Zeltmacher, nicht wahr? Mhm. Und ja, er hat gepredigt und er hat auch Zelt gemacht. Er musste das nicht machen, aber er wollte das machen, ein Beispiel zu zeigen. Und ein Vers, wo das steht, ist zum Beispiel, wo es heißt, dass wer das Evangelium predigt, auch vom Evangelium leben soll. Ich meine, das wäre ein Beispiel. Ja, genau. Dann Vers 10. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies: Wenn jemand nicht arbeiten soll, so soll er auch nicht essen. Oh. Ja, viele Leute würden Anstoß nehmen, wenn sie das hören, aber das steht in der Bibel. Und die Bibel hat recht. Ja. Wenn ein Mann will nicht arbeiten, soll er auch nicht essen. Das sagt die Bibel. Und offen gesagt, die Bibel lehrt nicht diesen modernen Sozialstaat wie in Deutschland, wo jeder durchgefüttert wird. Es gibt Leute, die müssen einfach arbeiten. Und als Christen, wir sollten anderen Leuten helfen. Ja, ja. Und wir sollten dem Hungrig Essen geben und sowas. Aber Leute, die wollen nicht arbeiten, nicht, dass sie nicht arbeiten können, sondern dass sie nicht arbeiten wollen, genau. Diese Leute sollten nicht gefüttert werden. Genau. Weil die Bibel uns befehlt, dass wir müssen arbeiten. Das ist keine Option, nicht zu arbeiten. Das ist nicht ein Lebensstil-Option, oder? Ja, und ich meine, wenn ein Bruder in der Gemeinde
Geldprobleme hat, finanzielle Probleme. Klar, wir wollen ihm aushelfen, aber wenn er nicht arbeiten will, dann ist möglicherweise das Problem, dass er eben nicht arbeitet. Da muss er arbeiten. Oder wenn jemand zum Beispiel verhindert ist und kann nicht arbeiten, dann könnten wir Almosen geben, oder? Genau, ja. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Und das ist Gottes Wille für alle Menschen, dass wir arbeiten und unser eigenes Brot verdienen. Ja. Und das macht man auch glücklich. Diese Leute, die nicht arbeiten, sie sind nicht glücklich. Mhm. Man kann sie überall in Phoenix, Arizona sehen und sie stehen an alle die Ecken von allen Straßen und sie fragen nach Geld und sind nicht glücklich. Ich will nicht diese Leute sein. Aber sie sind so wegen Alkohol, Drogen und sie verstehen nicht die Freude, die kommt von ein guter Tag von Arbeit, oder? Ja, sie wollen einfach keinen Stress haben. Oder viele Leute haben diese Vorstellung, wenn ich weniger Stress hätte, dann würde es mir besser gehen. Aber nicht unbedingt. Wir müssen Stress auch mal durchhalten, dann erreichen wir etwas. Wir freuen uns darüber, dass wir es erreicht haben. Nicht wahr? Schmerz ist ein Teil von unserem Leben. Und wir müssen leiden. Das ist unser Leben. Und diese Leute leiden mehr wie ich, weil sie nicht arbeiten. Genau. Aber sie denken, dass sie besser genießen werden, ohne zu arbeiten. Aber das ist Blödsinn. Ja, und im Grunde genommen sagt er hier in Vers 12, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Mit anderen Worten, halt deinen Mund und mach deine Arbeit. Er drückt sich etwas höflicher aus, aber das ist im Grunde genommen, was er damit aussagt. Nicht wahr? Dann Vers 13, ihr aber Brüder werdet nicht müde, Gutes zu tun. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm, damit er sich schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Und das ist sehr wichtig, dass am Ende er sagt, als ein Bruder. Das heißt, dass wir sprechen von Leuten, die gerettet sind. Dass wir sprechen von Christen, die unsere Brüder im Herrn sind. Und er sagt, dass wir keinen Umgang mit solch einer Person haben, obwohl sie ein Christ sind. Obwohl sie Christen sind. Obwohl er ein Bruder im Herrn ist, sollen wir keinen Umgang mit ihm haben, wenn er nicht arbeitet. Ja. Wenn er will, eine dieser unordentlichen Leute sein. Ich denke, Christen haben diese komische Vorstellung, oh, er ist gerettet, er ist ein Bruder, jetzt müssen wir ihn tolerieren, so wie er ist. Dass wir Gesellschaft haben müssen mit allen geretteten Leuten. Ja. Egal, was sie glauben, egal, was sie tun, egal, welche Sünden treiben sie. Viele Leute glauben, dass alle Leute, die Christen sind, wir sollen Gesellschaft mit diesen Leuten haben, oder? Aber das ist nicht, was die Bibel lehrt. Nein, die Bibel sagt, klar, dass obwohl er ein Bruder ist, sollen wir keinen Umgang mit diesem Kerl haben. Und es gibt auch andere Beispiele von Brüdern, mit wem wir keinen Umgang haben sollen, oder? Oh ja, ich meine, wir haben Trinker aufgezählt. Und so weiter. Oder Unzucht. Unzucht, Ehebruch und so. Und mit denen sollen wir keinen Umgang haben. Und ich denke mir, wenn jemand Ungläubiges in die Gemeinde kommt, der keine Probleme macht, der einfach interessiert ist, hey, kein Problem, der ist willkommen. Aber wenn es um Brüder geht, dann gelten ein bisschen andere Maßstäbe. Denn ich denke, wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Und viele Leute sagen, well, wir sind alle Sünder. Aber das stimmt, wir sind alle Sünder. Niemand ist vollkommen. Aber wir treiben nicht alle Unzucht. Wir sind nicht alle Alkoholiker. Wir sind nicht alle Leute, die wollen nicht arbeiten. Und die Bibel sagt, doch haltet ihn nicht für einen Feind, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Viele Leute würden auch sagen, dass wir nicht genug Liebe haben, wenn wir das sagen oder wenn wir das tun. Aber die Bibel sagt, dass es ist nicht, dass er ein Feind ist, sondern dass es wäre besser für ihn, wenn wir keinen Umgang mit ihm haben,
weil es ein Aufweckungsanruf ist für ihn, ja, oder? Ja, und Christen würden sagen, oh, richtet nicht, richtet nicht, Punkt. Aber die Bibel hat das Gegenteil, und zwar gerade, weil er ein Bruder ist. Also wenn wir ihn wirklich lieben als einen Bruder, dann wollen wir ihn zurechtweisen, dass er auf den richtigen Weg kommt. Das ist, was am besten für ihn ist, wenn wir ihn zurechtweisen, oder? Ja, wenn wir ihn zurechtweisen, genau. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise, der Herr sei mit euch allen. Und bei dem Vers habe ich mir gedacht, das ist interessant, dass es gerade danach steht, nachdem er eben gesagt hat, hey, habt mit dem keinen Umgang. Der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit. Also es scheint mir so, dass wenn wir Frieden haben wollen in der Gemeinde, dass wir gewisse Regeln umsetzen müssen. Aber Christen heutzutage denken sich, oh, wir wollen Frieden haben, wir wollen Liebe haben. Deswegen sagen wir niemandem Nein, deswegen weisen wir niemandem zurecht. Keine Regeln, jeder ist willkommen. Aber dann werden wir keinen Frieden haben in der Gemeinde. Genau. Ja, das stimmt. Und Vers 17 ist interessant auch. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand. Dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich. Und das zeigt, dass auch im ersten Jahrhundert gab es Leute, die Briefe geschrieben haben und sie haben sich benommen, als ob sie Paulus sei, oder? Sie haben falsche Briefe geschrieben. Und er hat ein bisschen davon auch in Kapitel 2 gesprochen, von einem Brief aus von uns geschrieben. Und er sagt jetzt, dass sie sollten suchen, diese Zeichen in jedem Brief. Das Zeichen in jedem Brief ist der Gruß mit seiner eigenen Hand. Und wenn es hat diese Zeichen nicht, sollten sie nicht denken, dass es authentisch ist, dass es wirklich vom Paulus ist, weil es gab Leute, die falsche Schriften geschrieben haben. Und viele Leute glauben, dass wenn eine Schrift oder ein Manuskript, wie sagt man, eine Handschrift, alt ist, ist es automatisch treu. Genau. Können wir das automatisch glauben? Ja, ja, ja. Aber es gab auch falsche Schriften, auch im ersten Jahrhundert. Ja. Und wenn etwas alt ist, das heißt nicht, dass es Trauer ist oder dass wir es automatisch glauben können. Dass es zuverlässiger sei. Ja. Und Leute machen sich lustig darüber, wenn wir sagen, hier, diese neuen Bibelübersetzungen, die sind verfälscht. Sie machen sich lustig darüber, aber es wurde schon, Paulus hat schon damals gewarnt, dass es ja, und sie und diese neue Bibelversionen übersetzen Dokumentaren, die sehr alt sind, aber sie sind Dokumentaren, die nicht benutzt worden sind für Jahrhunderte. Sie waren begraben, oder? Und diese falsche Schriften sind aufgetaucht und jetzt sollten wir glauben, dass sie wahrhaftiger sind als die Bibel, die wir immer gehabt haben, nur weil sie alt sind. Darum sollten wir glauben, dass sie wahrhaftiger sind, oder? Das ist ja Argument. Stimmt nicht. Weil es, oder andere Religionen sagen manchmal, oh, unsere Religion ist am altesten. Hinduismus. Oh, wir sind am altesten. Ja, der Satan ist auch sehr alt. Er war im Garten mit Adam und Eva. Ja, es hat nichts zu bedeuten. Es ist halt nur, weil es alt ist. Ja. Falsche Dinge können alt sein. Genau. Ja. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Und das ist der Gruß, von wem er spricht. So, jemand anderen hat den Brief geschrieben für Paul. Paulus hat die Wörter gesprochen und jemand anderes hat es alles aufgeschrieben. Genau, er hat diktiert. Und wie ein Sekretär jemand anderes hat geschrieben. Aber diesen letzten Vers hat er selbst geschrieben, damit sie seine Handschrift erkennen konnten. Genau.
Und das war's für zweite Thessalonischer Brief. Genau.